Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich wollte mir heute mal wieder ein neues Couch-Potato-Feld anlegen, weil ich noch ein paar habe, wo ich keinen Platz mehr für habe. Ich kannte das bisher nur von früher noch, dass man dieses Feld so stapeln kann mit den Kisten und den Teppichen. Das habe ich da hinten noch alles stehen. Otto hat mir aber gerade gezeigt, dass man jetzt ein neues Feld machen kann. Die meisten kennen das bestimmt schon, aber ich denke, es gibt auch viele, die es noch nicht kennen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das jetzt einfach mal mit aufnehme für die Leute, die es noch nicht kennen. Und dann erkläre ich euch das Schritt für Schritt, wie man das hinbekommt. Also hier bekommt man, also hier passen 24 Couch Potatoes, meine ich, drauf. Ich weiß wohl auch, dass man dieses Feld auch noch höher stapeln konnte. Und das habe ich nie gemacht, da war ich auch viel zu voll für. Ich habe das hier auch nicht ganz richtig gemacht. Jetzt mache ich hier auf der anderen Seite das andere Feld. Auf diesem Feld würden dann 69 Couch Potatoes passen. Alles, was ihr dafür braucht, ist dieser Teppich hier. Der heißt Goldblütenteppich. Den bekommt ihr in Wisteria aus dem Möbelladen. Ja, mehr braucht ihr dafür eigentlich gar nicht. Genau. Ich fange einfach mal hier an. Und bevor ihr startet, müsstet ihr einmal auf erweitertes Platzieren klicken und die Empfindlichkeit nach unten schrauben. Ich glaube, das war bei mir schon so eingestellt. Und dann erstmal so lassen. Dann drückt ihr auf OK. Dann klickt ihr auf Gartenarbeit, wählt dann das große Beet aus und pflanzt das dann einmal hier drauf. So, und jetzt geht das halt immer im Wechsel. Jetzt klickt ihr wieder auf Objekte, dann den Teppich. Dann klickt ihr wieder auf erweitertes Platzieren und dann muss noch mal gucken, genau, das muss nach rechts. Also 1, 2, 3, 4. Viermal nach rechts. Dann wieder auf Bestätigen. Dann wählt ihr wieder das große Beet aus und pflanzt es einmal hier drauf. Genau, das Ganze jetzt fünfmal, also so, dass man fünf große Felder hat. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich mache das jetzt eben schnell. So, und jetzt, wenn ihr fünf große Beete ge fertig gemacht habt, dann klickt ihr auf den Teppich. Dann wieder auf den Pfeil und dann, ich muss mal eben kurz gucken. Oh, falsche Richtung. So, genau. Viermal nach unten. Also 1, 2, 3, 4. Und dann viermal wieder nach rechts. Auf falsche Seite. 1, 2, 3, 4. So, bestätigen. Dann wieder großes Beet auswählen. Und dann wieder eins drauf machen. Und das dann siebenmal nach links. So, jetzt habe ich einmal eine 5er-Reihe und eine 7er-Reihe und jetzt kommt eine 9er-Reihe und das Ganze, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben, 1, 2, 3, 4, 5 mal, also 5 9er-Reihen gehen jetzt hier nach unten. Genau, dann wieder auf den Teppich klicken. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Ich glaube, stopp. So, 1, 2, 3, 4 nach unten. Und vier nach links. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, so ist das richtig. Und jetzt neunmal große Beete. Cara más cara de que fue que me tenés contra la pared, pide una vez, pide
llegamos a 10. Se nota ya, se fuma sola la boca ya. Me pide un trago de fruta. Yo sé cómo es que disfruta y cómo le gusta. A ella le gusta ya. Se nota, se quita sola. So, und jetzt das Ganze nochmal viermal, also vier Reihen. Ich mach das zwischendurch immer im Schnelldurchlauf, weil sonst wird's langweilig. So, okay, jetzt nur viermal nach unten. Oh, scheiße. Sorry. Okay. 1, 2, 3, 4. So, und dann hier ein großes Beat und dann wieder nochmal zurück und dann hier vier runter, dann nochmal zurück, ne? Bis ihr, wie viel war das? 5 Reihen habt, wo ihr 9 Felder macht. So, ich mach das Ganze jetzt wieder im Schnelldurchlauf hier. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Tiny the one here, show me. Shampoo, rating, train the ball. Hey, Calvin, Tiny. Ha. So, jetzt habe ich 5 Reihen A9 Beete. War jetzt gerade ein bisschen mühselig. Ich bin halb eingepennt. Okay, jetzt wieder auf den Teppich klicken. Dann 4 nach unten. Moment. So. 1, 2, 3, 4. Und 4 nach links. 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt müsste das eigentlich passen, oder? Jetzt kommt wieder so eine 7er Reihe, wieder hinten. Ist das? Ja, das passt. Okay, und das Ganze jetzt wieder 7-mal nach links. So, und jetzt die letzte Reihe, wieder die 5er Reihe. Dafür gehen wir wieder 4 Stück nach unten. Moment. 1, 2, 3, 4. Und 4 nach rechts. 1, 2, 3, 4. So, und das Ganze wieder 5-mal. So, geschafft. Jetzt kommt das letzte große Beet und es sind insgesamt 69 Beete für 69 Couch Potatoes. So, den hebe ich wieder auf. So, jetzt könnt ihr auch sehen, dass das genau in dem Kreis reinpasst, wenn man es gießt oder so. So, jetzt packe ich aber nochmal eben kurz Broken Rolly, war das, ne? Ja. Was braucht er denn? Mittleres Beet. So, das mögen die ja. Einfach hier so hin.
Um diese Pflanze hier braucht ihr euch eigentlich gar nicht kümmern. Die könnt ihr auch sterben lassen. Die mögen es dann trotzdem hinterher. Also, kümmert euch nicht um die, ja? Lasst die einfach verrecken. Okay, und jetzt packe ich einmal noch ein Butterbrotbrett hier hin. Dann war das, glaube ich, Müll. Müll. Und ein Gartenzwerg. So. Ich brauche noch den Zauber, wo ich alle Pflanzen auf einmal pflanzen kann. Den habe ich noch nicht. Deswegen muss ich das einzeln machen. Dies jetzt könnt ihr sehen, das geht perfekt. Und das ist richtig gut so. Ich mache jetzt erstmal nur einer. Wo ist der? Wo ist er hin? Habt ihr das gesehen? Ich habe wieder 10. Was war das? Ah, okay, ich habe gedacht, das geht nicht. Okay, jetzt steht hier auch mal Gartenzwerge, Broken Rolly, Butterbrotbrett, Müll und dieses Haus. Das war alles, ne? Oder mochte der noch mehr? Ja, genau, und Elfe. Aber die kommt ja manchmal von allein. Man kann die aber auch draufzaubern. Ja, und dann würde ich sagen, war's das. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, für die, die es noch nicht wussten. Wenn ihr noch irgendwie Fragen dazu habt, dann schreibt gerne einen Kommentar oder ihr könnt auch auf unseren Discord-Server kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ja, und in der Zwischenzeit sind wir auch die ganze Zeit eigentlich nur am Farmen. Also es gibt noch nichts so Spannendes, was ich aufnehmen könnte. Und deswegen kommen momentan auch nicht so oft Videos. Einmal die Woche höchstens. Ja, und dann hoffe ich, dass bald auch die neue Welt kommt, die wir dann auch Let's Playen werden. Ja, und bis dahin verabschiede ich mich, ne? Bis dahin, tschüssi!